Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unserer Reise durch die Action-Adventure-Evolution in Form von Evoland. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken. Ich habe eine ganze Weile nicht gespielt. Okay. Ja. Hoch. Nein. Genau das wollte ich nicht. So ging es im Winter. Ach Gott, da haben wir aber einiges aufgesammelt, was wir uns noch gar nicht angeguckt haben. Beinschienen des tyrannischen Gladiatoren. Naja, okay. Okay, Draufgängertum. Okay. Das hatten wir schon mal. Fragt lieber nicht. Kleinfingerhut des Flammenriesenponys. Ah ja. Schutzengel. Belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Ja, das ist ja auch sehr wahrscheinlich, glaube ich. 3% Ritterlichkeit. Außerdem schick für Disco-Nächte. Aha. Okay. Kann man hier noch? Diamanthalskälte des funkelnden Klunkers. Ihr wurde zu eben erster Gangster-Fantasy-Held. Eieieiei. Helm des Zwielichts. Topmoderner, solarbetriebener Helm. Verleiht seinem Träger Nachtsicht. Ah ja. Ja, ist natürlich wahrscheinlich sehr wichtig. Was hatten wir denn vor? Achso, wir hatten die Karte und wir wollten hier runter, weil da unten ist irgendwie höchstwahrscheinlich ein Bossraum. Hier kommen schon die Lümmels, ob die ich gar nicht schaffe. Alter, ist das laut. Warum das denn? Okay. Ja, und da kommt die nächste Welle. Super. Und die tun ganz schön weh. Halt. Ich bin hier. Hallo. Ich geh. Ja, super. Also diese blöden Magier, die tun echt übelst Aua. Muss man da doch ein bisschen taktisch rangehen, habe ich so den Eindruck. Aber hier ist leider keine Engstelle, wie wir da oben hatten. Tja, gut. Schauen wir mal. Da kommen sie wieder. Zack. Ich habe übrigens mal gegoogelt und ich habe keine Möglichkeit gefunden, wieder auf unseren männlichen Spieler hier zurückzuwechseln. Alter, was kommt denn da? Natürlich toll, wenn man das überhaupt nicht sehen kann. So. Ja, irgendwie habe ich im ganzen Netz und ja generell nicht viel über Evoland gefunden. Weder auf Deutsch noch auf Englisch. Wenn ich überhaupt was gefunden habe, war es meistens Englisch. Was ja, warum läuft er an manchen Stellen schneller? Ist ja egal. Ist das? Nein. Versperrt uns den Weg da rein. Interessant. Na, da unten fürchte ich, begegnen wir einem Boss. Gehen wir erstmal hier noch gucken. Naja, auf jeden Fall habe ich bei den ganzen Sucherei nichts gefunden, wieder auf unseren Hauptcharakter hier, Amigalink, zurück zu switchen. Keine Ahnung, was der Quatsch soll, dass das nicht geht. Ich hoffe ja mal, dass das von selber passiert, wenn wir die Höhle verlassen oder irgend sowas. Was ist das hier? Eine Kiste. Kiste ist natürlich... Ui! Schon bald wird... Ja, scheiße. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armee befehligen. Ja, jetzt habe ich leider den ersten Satz aus Versehen weggekriegt. Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Seid dem Tod. Seht dem Tod ins Angesicht. Ja, oh. Ja, was machst du denn? Du spinnst ja wohl. Hallo? Halt! Ey, Alter! Also Schaden macht der übel. Ich glaube, ich gehe wieder. Ja, ich war ja klar, dass da noch irgendein Scherz kommt. Alter, also ich sehe uns schon nochmal sterben.
Ja, gut, dass man nicht mehr laufen kann, wenn man diese, ich sag mal, Special-Attacke gestartet hat. Ist hier irgendwo was Interessantes zum Aufsammeln oder so? Oder muss ich hier wirklich einfach durch? Der hat mich doch gleich, ey. Rennt uns mit seinem Buch da hinterher. Was ist denn das für ein Idiot? Hoppala. Hab. Nein, das interessiert mich nicht, Freunde. Bleib weg. Weg, 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 weg. Aua. Nein. Au. Also wenn man so nah dran steht, macht der übelst Schaden, weil seine kompletten Treffer, seine kompletten Schüsse uns treffen. Das ist natürlich heftig. Sehr heftig. So, jetzt muss man den ganzen Kack nochmal von vorne machen. Super Idee. Na gut, na gut, na gut, na gut. Das war hier. Oh. Ach, die habe ich ja ganz vergessen, dass die auch kommen. Ja, jetzt haben wir natürlich hier. Vielleicht sollten wir die alle ummähen und dann nochmal speichern gehen. Oh, das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. So, das lassen wir mal erliegen. In der Hoffnung, dass es sich nicht auflöst. Ein schwerer Geldbeutel. Ja, okay. So viel Kohle haben wir schon. Das ist ja nicht schlecht. Hallo? Oh. Zack. Zack. So, jetzt gehen wir mal schnell zurück speichern. Hoffentlich bringt das was. Gerade testen, ob es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, schneller zu laufen. Aber ist anscheinend nicht der Fall. So, gespeichert. Und dann gehen wir noch mal zu dem Lümmel. Hat sich unser Inventar auch geändert? Da unten ist was Neues. Nee, war nichts Neues. Warum hat denn das geblinkt? Das da. Plus 17% Schaden gegen Kühe ist natürlich sehr, sehr wichtig. Man weiß einfach nie, wann sich das mal als nützlich erweisen könnte. Ja, vielleicht beim Farmen in Minecraft. Ja, da wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Obwohl die eh instant umkippen, die Kühe da. Wenn man ein vernünftiges Schwert hat. Hier wird man wieder kurz schneller. Weiß kein Mensch warum. So, jetzt gehen wir erstmal hier rund zu gucken, bevor wir den Typen wieder hervorrufen oder anquatschen oder was auch immer das gerade war. Ich kann es gar nicht sagen. Ja, was ich auch mal noch rausgefunden habe oder erforscht habe. Ich hatte ja das Problem, dass mir hier der Grafikkartentreiber zwischendurch abgestürzt ist. Das war aber gar nicht der Fall. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Ja, okay, das hatte ich vorhin aus Versehen mitgekriegt. Den Riff, den können wir jetzt. Ja. Krach macht er auf jeden Fall genug. So. Nein! Nein! So, jetzt gehe ich mal wieder. Ist verdammt hart. Ja, Rotzbein-Zeug, genau. So. So, jetzt können wir die ein bisschen auf die Moppe kloppen. So, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich krieg... Au, 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 au. Das tut weh, das tut weh. Ja, und ich gehe wieder. Ah, keine gute Sicht hier. Aber wir haben ihn fast. Ja, komm, ich gehe, glaube ich, wieder. Ja. Erstmal die Jungs hier wieder weg. So, was ich gerade sagen wollte, es war nicht mein Grafikkartentreiber. Ich hatte ja schon so eine Vermutung. Es war...
Man glaubt es kaum, der Bildschirmschoner ist zwischendurch angegangen. Das Spiel läuft zwar hier im Vollbild, womit er ja eigentlich nicht angehen durfte, aber anscheinend ist das irgendwie so ein Modus, dass das auf dem Desktop-Hintergrund simuliert wird. Au! Ja, wir haben ihn. Irgendwo ist irgendwas passiert. Ja, das kennen wir ja schon. Nur wo? Ja, wahrscheinlich ist die Tür da oben aufgegangen. Auf jeden Fall läuft das anscheinend auf den Desktop-Hintergrund, dass nur die anderen Sachen dann ausgeblendet werden. Und somit rafft der Bildschirmschoner nicht, dass er nicht angehen darf. Und ja, dann geht er zwischendurch mal an. Ja, da können wir jetzt durch. Ich gehe aber vorher speichern. Und hier hatten wir doch irgendwo noch Lebensbalken rum, Lebensklügelchen rumliegen. Aber die sind wahrscheinlich jetzt weg. Ne? So, zack, gespeichert. Und dann schauen wir mal, was das da hinten noch erwartet. Obwohl ich mal behaupte, dass das hier ja jetzt der Boss war. Ne? Da dürfte jetzt vorerst nichts Böses mehr kommen. Oder zumindest nichts wirklich Schlimmes. Hoffe ich. Ich weiß es ja nicht. Wo war denn das jetzt? Hier. Vielleicht der Ausgang oder ich weiß gar nicht mehr, was wir suchen. Ah, eine Kiste. Eine Kiste ist immer gut. Und zweite Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Stand die zweite Kiste auch schon da? Freigeschaltet Stadtportal. Wer würde gern noch einmal so weit laufen? Nee, ich hätte nicht Lust, noch mal so weit zu laufen. Jetzt kann ich hier in die Stadt gehen. Ja, nice. Oh, und ich bin wieder der Amiga. Guckt mal. Schön, schön, schön. Das freut mich. Supi. Und der rennt immer noch seinem Schmetterling hinterher. Komm, juhu, ich komme, ich habe. Boah, ist der schnell. Das habe ich auch schon mal festgestellt. Ne? Da kann man nicht rein. Kommt man hier irgendwo rein? Nein? Oh, ich habe auch wieder das andere Inventar. Oh, und wir haben richtig fett Kohle. Guckt euch das an. 17.730. Alter Schwede. Sollen wir nochmal Karten spielen? Nee, komm. Wir wollen ja hier mal weiterkommen. Ach, ich bin da gar nicht reingegangen. Ich bin um die Ecke gegangen. Ich kann auch gar nicht rein, ne? Ja, stimmt, wir konnten gar nicht irgendwo rein. Hallöchen, was war denn mit dir? Wie ging das? Nein, so nicht. Nicht sehr unterhaltsam? Ah! Das kennen wir, glaube ich, schon. Wunderschöner, ruhiger Ort. Fürchte ich, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Ja, ja. Hm. Das kennen wir alles schon. Was ist das? Speicherpunkt. Ach stimmt, hier sind wir am Stadteingang. Wofür sind wir jetzt wieder in der Stadt? Haben wir beide Amuletthälften? Nee, wir haben nur eine, ne? Haben wir das irgendwo gezeigt? Trank, Langschwert, Kupferrüstung, Klautschwert, Silberrüstung. Wir kriegen gar nicht gezeigt, dass wir ein Amulett haben. Hm. Hi. Sagst du uns was? Nein? Na gut. Du? Ah. Auch ich war ein Abenteuer wie ihr. Doch es traf mich ein Pfeil im... Ja, das kennen wir alles schon. Ja, der Pfeil hat dich ungünstig getroffen. Muss ich zugeben. Hallo? Bedauere, da ich euch nicht... hatten wir auch alles schon. Und du? Ich lebe schon seit 60 Jahren in Aguai. Ja, soweit ich zurückdenken kann. Das Böse ist zu gedeihen, ja, wie in den alten Zeiten. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Ach so, muss ich in die Richtung rauslaufen? Gut. Ne, komme ich auch da an. Was ist denn das für ein Quatsch? Gut, dann laufen wir wieder hier rum. Irgendwo konnten wir doch was einkaufen. Und vor allem frage ich mich, wo wir jetzt das zweite Amulettteil herkriegen. Wo war denn einkaufen? Na. So. Wunderbar. Na gut, da schauen wir aber in der nächsten Folge weiter. Bleibt mir gewogen, bleibt mir treu.
Tschüss.